Widder, herzlich willkommen. Widder, Wochenhoroskop, ja, von der Woche 23. bis 29. Oktober. Wir schauen mal, was ist die Energie, okay, die dich erwarten kann, sofern du bereit bist, natürlich auch die Situation zu erkennen. Widder, nächste Woche gibt es auf jeden Fall schon mal eine Kommunikation. Die Karte der Mäßigkeit spricht von Kommunikation, von Klärung, einen gesunden Mittelweg zu finden. Ja, das sind so die Hauptthemen, die unter anderem diese Karte hat. Aber wichtig ist, nicht nur ein Dialog, nicht nur ein Gespräch, nicht nur eine Kommunikation mit Worten, sondern auch auf Gefühlsebene, ja, auch auf Gedankenebene, auch auf Erfahrungsebene. Das heißt, Widder, du bist eine sehr Power-Energie, eine sehr leidenschaftliche Energie. Du hast schon die letzten 7 Tage bis 7 Wochen bewiesen, ja, was du möchtest. Du hast wirklich schon viel Einsatz gezeigt auf deine Art. Die nächsten kommenden 7 Tage werden für einige so verlaufen können, wo wir sagen, es gibt einen Neustart für die Menschen, die finanziell ihre Schulden abbezahlt haben, ja, oder die zumindest finanziell einen besseren Weg gerade gehen, die finanziell auf jeden Fall was verändern möchten, für die gibt es einen Neustart, weil der Wille ist die eine Sache, die Umsetzung ist die andere. Du hast die Möglichkeit, kommende Woche sowohl auf finanzieller Ebene ja etwas zu verändern. Für die eine oder andere kann auch eine Geldquelle kommen, eine unverhoffte, ja, vielleicht eine Steuernachzahlung, wie auch immer. Aber vorsichtig, ja, wenn dir jemand Geld leiht, dass du es auch zurückbezahlst. Vorsichtig aber auch, ja, wenn du von jemandem Geld forderst, dass du es auch zurückbezahlst. Ist das Thema Geld nicht dein Thema, okay? Haben wir hier vor allen Dingen eine Situation, wo genauso zwiespältig wie der Widder manchmal sein kann, was aber auch gut ist, weil jede Sternzeichenenergie hat eine Vor- und Nachteilseite, eine Schatten- und eine Lichtseite. Kommende Woche kommt ein Gespräch, was mit Finanzen zu tun hat, ein Gespräch, was mit der Arbeit zu tun hat, aber auch ein Gespräch unter Freunden, unter Familie, unter Partnerschaften, wo es darum geht, wie sehr bleibst du in der Leidenschaft, ja, der Liebe, der Vernunft, des Vertrauens, oder wie sehr bleibst du in der Leidenschaft, der Impulsivität, der Ignoranz und des Störfaktors. Vorsichtig wieder, ja, es kann wirklich 7 bis 10 Tage etwas auf dich zukommen, was man einen Hinterhalt nennt, was man einen Schmerz nennt, was man eine Rücksichtslosigkeit nennt von jemand anderem oder von dir. Und kommende Woche heißt es, du hast die Möglichkeit, über die Gespräche, über die Gefühle, über die Gedanken eine Sicherheit dir zu kreieren und deiner Familie, falls du hast, ja, oder auch jemanden anzuziehen oder mit jemandem etwas zu klären, den du vielleicht so auf dem Schirm hast oder jemand, der auf den Schirm kommen wird wieder. Was mir, für mich das Wichtigste ist, ist einfach so, dass Widder hat so viele schöne Seiten, so viele tolle Aspekte, aber die Widderfrau wird nächste Woche prinzipiell die Widderfrau durch den Kakao gehen dürfen, wenn sie ihre Gedanken nicht sortiert, wenn sie ihr Ego nicht trimmt, ja, und wenn sie nicht in der Bereitschaft ist, hier wirklich auch die Augen aufzumachen und zu erkennen, hier ist eine Gefahr, ja, anstatt weiterzumachen, wie man es gewöhnt ist, sondern die Augen aufzumachen, weil Widderfrauen haben kommende Woche etwas mehr Problematiken wie Widdermann. Im Großen und Ganzen heißt das, wenn du in der Liebe in einer Partnerschaft bist, okay, gibt es hier ein paar Gespräche, die geführt werden müssen? Ja, auch wenn du Partner und Geschäftspartner zugleich hast oder Ex-Partner und Geschäftspartner in einem sind, du hast eine Firma mit deinem Ex-Mann oder mit deiner Ex-Frau oder mit deinem Partner, geht es darum, Ordnung in die Finanzebene zu bringen, Ordnung in das Geschäft zu bringen und die Thematiken von der Familie, von der Partnerschaft rauszulassen. Ja, also hier geht es auch um Firmen, hier geht es auch um Eigentum. Es geht nächste Woche um sehr viel. Ansonsten für die Partnerschaften geht es vor allen Dingen darum, wenn man jetzt betrogen worden ist oder betrogen wird, ja, wenn man einen ganz großen Vertrauensmissbrauch erleidet durch dich oder durch deinen Partner nächste Woche, ja, ist es wichtig, hier drüber zu reden und die Entscheidung zu treffen, wie geht man mit der Sache um. Einige von euch könnt ihr schon mal vorbereiten, eine Trennung naht oder zumindest ein sehr wildes Gespräch, wo es um Trennung geht. Für die Alleinerziehenden, ja, für die Menschen, die nach der Liebe sich sehen, für die Singles, für die ältere Generation, für all die, hier ist es wichtig, einfach zu sagen, die Liebe ist da, okay, aber es ist nicht ausreichend. Derjenige von euch, der einen Ex-Partner zurückhaben möchte, ja, vorsichtig, diese Ex-Konstellation ist nicht das Wahre. Wenn du jemanden in deinem Herzen schon hast,
Der hat eine andere Partnerin, einen anderen Partner, der gibt dir nicht die Aufmerksamkeit. Vorsichtig, kommende Woche stehen die Sterne für Widder nicht auf deiner Seite zu sagen, wir lassen uns auf diese Ex-Geschichte ein. Nein, lieber das Feuer entfachen für das Leben, das Feuer entfachen für die Gesundheit, das Feuer entfachen, damit die Liebe in dir fließen kann, zu dir selber und dann erst zu jemand anderen. Nächste Woche heißt es Augen auf, okay, wieder und voller Eifer, voller Zuversicht, voller Power, nach vorne zu blicken und die Entscheidung zu treffen, die dir wichtig ist. Weißt du nicht wie, schreib mich an. Notfall-Express-Termin kriegst du am gleichen Tag noch. Ansonsten habe ich wirklich für Oktober nur noch 2 Termine frei. Und ja, diese Termine sind unheimlich schnell vorbei. Schreib mich also an wieder und wir schauen mal, wo deine Reise dich hinführt. Bis dahin und bye.